herzlich willkommen. Wir sind wieder bei Crazy Castle 2. Und das ist unsere Version. Ich weiß, er kommt gerade aus dem Staunen hier raus an dem Motto, Hugo? Warum? Ja, weil ist halt so. Das ist übrigens hier für Leute, die das wissen wollen, das ist die Enhanced-Version vom Game. Also das Game ist tatsächlich, weil es wahrscheinlich auch das letzte rauskam aus der Crazy Castle 2 Serie, das ist tatsächlich auch Enhanced-kompatibel. Das heißt, das kann man also auch auf dem Gameboy-Player zocken und dann kriegt man tatsächlich Zusatzgrafiken. Ja, und das ist Hugo. Richtig, von der Anrufsendung. Von den Sachen, die ihr auch von irgendwelchen Jump'n'Runs kennt. Von Hugo. Und die Farbkombination sieht ein bisschen eigenwillig aus. Und falls ihr jetzt denkt, hey, damit muss es doch eigentlich gesehen sein mit Lizenzen. Nein! Nein! Da kommt noch viel mehr! Das ist so bescheuert. Vor allem, ich glaube, das Game habe ich damals tatsächlich auch gezockt. Also, was mache ich denn, mich doof? Beantworte das nicht, ich kenne die Antwort. Schreiben jetzt wahrscheinlich 20.000 Leute auf YouTube. Ja! LOL. Komme ich hier nicht mal weiter als Level 1? Bin ich jetzt Crazy Castle geschädigt? Achso, da kann ich ja gar nicht hin, weil da kann ich ja nur durch den Warp. Was habe ich denn da gemacht? Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Ich soll nicht irgendwas kaputt machen, ich soll den kaputt machen. So, komm mal her. Also zu den Hugo-Charakteren kann ich nichts mehr sagen. Ich kenne, glaube ich, die doofe Hexe noch und das war's dann, glaube ich, auch. Yes. Erwischt. Ein Hugo-Tality oder so. So. Genau, holen wir das Hämmerchen. Und machen das Ding kaputt. Und benutzen den Warp. Boah. Voll die Monster-Animation. Ich wollte das aber nicht zweimal benutzen. Ich will hier nur raus. Alter, ich will hier weg. Warum kann ich dir... Sag mal... Warum öffnet der denn die Tür nicht? Habe ich irgendwas vergessen? Ja, habe ich. Jetzt kann ich die Tür öffnen. Logisch. Super. Hat er auch Level 1 geschafft. Ich glaube, musikalisch ist das aber völlig identisch, ne? Farbgestaltung auf dem Gameboy ist manchmal aber gewagt. Aber wenn ihr die perfekte Version haben wollt, ist das genau die. So, gucken wir mal, haben wir da noch irgendwas, was wir da machen müssen? Ähm.
Okay, so kann man die Leute austricksen. Es läuft jetzt durch die Farm auch ein bisschen langsamer, habe ich das Gefühl. Verrückt. Na gut, ist die PAL-Version, ne? Weniger Herz. Oder war das eine oder auch so tierisch langsam? Das war wahrscheinlich keine gute Idee, ne? So, kann ich sie austricksen, ja. Ich hätte ihn auch töten können. Ich habe eine Bombe, aber... Ich mache hier den... den No-Kill-Lauf oder so. Den Pacifist-Run. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, der Neutral-Run. Boah, war das knapp. Aber die Warp-Effekte, also... Genau. Endmusik. So. Ich bin ein Hornochse, kann das sein? Ich bin ja eine Flachpfeife. Ja. Aber wisst ihr was? Ich sehe das als Zeichen. Das reicht von Crazy Castle 2. Kommen wir mal zu Crazy Castle 3. Und wenn ihr wissen wollt, ja, wir müssen nach Crazy Castle 5. Seid mal gespannt. Jetzt kommt Nummer 3. Und auch da haben wir wieder was Schönes. Und zwar auch wieder was Neues. Bis gleich.